Danke. Ist leider nur ein halber Bräuler. Ich wusste ja nicht, dass du heute kommst. Es reicht schon. Noch eine Flasche Bier? Nein. Willst du in Tinas Zimmer schlafen? Ich kann nicht bleiben, tut mir leid. Meine Frage von vorhin, ich warte noch auf eine Antwort. Es war so schon alles schlimm genug. Und nun, wo alles vorbei ist, kommst du mit deinen Fragen. Du weichst mir wieder aus. Ihr wart lange genug verlobt, Dieter. Du hast Tina fast ebenso gut gekannt wie ich. Sie hatte vor uns keine Geheimnisse. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Was willst du damit sagen? Hier. Lies mal die Ansichtskarte. Wo hast du die her? Steckt in einem Buch. Ach, schon als Kind hatte Tina diese Angewohnheit. Diese Karte hat sie dir geschrieben, aber dann nicht abgeschickt. Vielleicht vergessen. Lies, was draufsteht. Wir haben herrliches Wetter. Wir, verstehst du? Ich war niemals mit ihr in Warnemünde. Glaubst du etwa? Sie war mit einem anderen Mann dort. Wie kommst du denn auf die Idee? Sonst hätte sie die Karte doch abgeschickt. Sie ist tot, Dieter. Was soll das jetzt noch? Ich will wissen, was war. Die Polizei ich hat... Ich muss es einfach wissen. Die Polizei hat alles untersucht. Es war ein Unfall. Der nachts auf einer Baustelle passiert? Was hatte Tina dort zu suchen? Es gab einen Patenschaftsvertrag zwischen ihrer Klasse und einer Baubrigade. Das weißt du doch alles. Sah der Vertrag mitternächtliche Exkursionen vor? Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Du hättest dich vielleicht mehr um sie kümmern sollen, als es noch Zeit war. Aber deine Arbeit ging ja vor. Ich hatte was nachzuholen. Begreif das endlich. Bis 25 war ich bei der Armee. Und dann auch das Studium. Tina hat es nie begriffen. Sie hätte mitkommen können, als ich nach Dobbertin ging. Sogar eine Wohnung hatte ich schon in Aussicht. Tina hat mir mal gesagt, dass du ein guter Ingenieur bist, aber nur wenig von Menschen verstehst. Die Arbeit in Neustadt reizte sie eben. Das allein war es nicht. Immer ging es hin und her zwischen uns in den letzten 2 Jahren. Mal wollte sie, dass wir sofort heiraten, dann wieder wochenlang kein Wort darüber. Wir sahen uns oft längere Zeit nicht. Ja, ich geb's zu, ich war eifersüchtig. Sag mir die Wahrheit, Mutter. Gab's einen anderen Mann? Vielleicht hat sie dir nichts erzählt. Weil es nichts zu erzählen gab. Ich fahre nach Neustadt, um mich davon zu überzeugen. Du machst so lange, bis man anfängt, schlecht über meine Tochter zu sprechen. Du hast Angst vor der Wahrheit. Entschuldige. Du kommst aus einer großen Stadt. Du kennst nicht die Menschen in so einem kleinen Ort. Ich bin aufgewachsen in so einer Umgebung, unverheiratet mit Kind. Und dann war Tina auf einmal erwachsen. Sehr schnell ging das. Das Studium begann, sie lernte dich kennen. Und dann die Arbeit in Neustadt. Ja, sie wollte endlich weg von zu Hause, frei sein, glaube ich. Selbst wenn sie zu Besuch kam, war es nicht mehr so wie früher. Aber eines weiß ich, Tina hat ein anständiges Leben geführt, verstehst du? Nehmen Sie doch Platz, Herr Kleine. Sind Sie da ganz sicher, dass es ein Unfall war? Zweifeln Sie die Sorgfalt unserer Ermittlungen an? Es gibt Sachverhalte, die man gegenüber der Polizei nicht gern ausspricht, Genosse Schäfer. Werden Sie bitte deutlicher. Noch habe ich keine Beweise. Herr Kleine, unsere Ermittlungsergebnisse besagen eindeutig, dass es ein Unfall gewesen sein muss. Alle recherchierten Fakten sprechen dafür. Hören Sie. Vor 3,5 Monaten wird eine junge Frau bei Arbeitsbeginn auf einer Neustädter Baustelle tot aufgefunden. Es handelt sich um die 26-jährige Lehrerin Tina Bergemann, seit 2 Jahren an der Neustädter Schule tätig. Das gerichtsmedizinische Gutachten schließt mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit äußere Gewaltanwendung im Sinne eines Verbrechens aus. Ihre Verlobte starb gegen 24 Uhr. Der Abschlussbericht spricht von einem tragischen Unfall. Die junge Frau hatte sich unberechtigt im Treppenhaus eines noch nicht fertiggestellten Hauses aufgehalten. Treppengeländer waren noch nicht vorhanden. Offensichtlich kam es in der Dunkelheit zu einem Sturz vom 1. Stock. Und wenn sie heruntergestoßen wurde? Dafür fanden sich keinerlei Anhaltspunkte. Warum hielt sich meine Verlobte nachts auf der Baustelle auf? Was sagt der Abschlussbericht darüber aus? Der einzige ungeklärte Punkt bis heute.
Befragungen im Baubetrieb und in der Schule blieben ergebnislos. Könnte nicht gerade das die entscheidende Frage sein? Herr Kleine, wir haben alles getan. Ich werde das rausbekommen. Wollen Sie Privatdetektiv spielen? Das müsste ich Ihnen untersagen. Solange ich keine strafbaren Handlungen begehe, darf Ihnen doch wohl egal sein, was ich in meinem Urlaub tue. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du warst ihre einzige Freundin, Sieglinde. Ihr habt zusammen studiert, jahrelang in einem Zimmer gewohnt, dieselben Kleider getragen und seid sogar zusammen hierher an die Schule gekommen. Und ich weiß auch, wenn Tina mal Sorgen hatte, rannte sie zu dir. Sie hat mich sogar überredet, Lehrerin zu werden. Du kanntest sie also besser als jeder von uns. Den Fasching hast du in deiner Aufzählung vergessen. Mein Innerinnenkostüm hat sie mir damals abgeluchst. Du gingst also eine Art Hippie oder Clochard. So lerntet ihr euch kennen und wart 3 Wochen später verlobt. Gab es einen anderen Mann? Hast du wie ein Mönch gelebt? Also gab es ihn. Wer war's? Ihr Mentor? Hör auf, dir was zusammenzureimen. Kennst du ihn überhaupt? Nein, aber sinnigerweise heißt er doch Schöne, nicht wahr? Ja, Achim Schöne, 35 Jahre, Deutsch- und Sportlehrer, angehimmelt von allen Schülerinnen der Klassen 10 bis 12, seit einem halben Jahr glücklich verheiratet, zufrieden? Wenn du mich fragst, ein Lappaffe. Deine Meinung. Wen hat er geheiratet? Eine Kollegin, Eva Bertram. Ihn himmeln offensichtlich nicht nur Schülerinnen an. Zu deiner Beruhigung, Eva Bertram ist nicht der Typ, der wieder hergibt, was er erstmal fest in den Händen hat. Wie war Tina wirklich? Sag mir das. Hast du jemals versucht, dich in Tinas Lage zu versetzen? Lehrerin, jung, bisher kaum was vom Leben gehabt und dann das hier. Neustadt. Glaub mir, sie hatte es manchmal verdammt satt. Mit welchem Recht spielst du dich als Tinas Richter auf? Nur die Wahrheit will ich wissen. Bitte? Manchmal war Tina wie ausgewechselt. Glücklich, zufrieden, voller Pläne. Und das zu einer Zeit, als sie dich offenbar nicht so häufig sah. Mehr brauche ich ja wohl nicht zu sagen. Wer war dieser Mann? Das weiß ich nicht, ehrlich. Sie hat dir nichts erzählt? Seitdem ihr verlobt wart, verstanden wir uns nicht mehr so gut. Wieso? Vielleicht lag das an mir. Erinnerst du dich nicht mehr? Beim Fasching damals hast du zuerst mit mir getanzt. Herr Kleine? Ja? Tut mir leid, aber in 10 Minuten beginnt hier der Unterricht. Mich müssen Sie dann auch entschuldigen, eine Hospitation, Direktorenpflicht sozusagen. Ja, natürlich. Eine halbe Stunde haben Sie nun da in der Klasse gesessen. Warum? Ich versuchte mir vorzustellen, wie meine Verlobte hier gearbeitet hat. Fräulein Bergermann war eine gute Lehrerin. Sie gefiel mir sozusagen sofort. Präziser, sie passte gut in unser Kollegium. Aufgeschlossen gegenüber Problemen, gewissenhaft und verlässlich und doch sehr bescheiden. Zurückhaltend beinahe. Hat sie sich schnell hier eingelebt? Jedenfalls hörte ich nichts Gegenteiliges. Kollege Schöne wird Ihnen mehr darüber sagen können, der Mentor Ihrer Verlobten. Es gab in der Schule niemals Auseinandersetzungen mit meiner Verlobten? Wie soll ich das verstehen? Tina konnte sehr dickköpfig sein, wenn sie sich einmal für oder gegen etwas entschieden hatte. Ich habe sie als sehr tolerant in Erinnerung. Allerdings... Ja? Ja, einmal gab es eine Kontroverse. Dem Kollegium lag ein Schüleraufsatz vor. Streitpunkt war die Benotung. Worin liegt für mich der Sinn des Lebens, hieß das Aufsatzthema. Und? Der Schüler vertrat zuerst einmal seinen Anspruch auf ein persönliches Glück, bevor er sich bereit fand, gesellschaftliche Anforderungen zu akzeptieren. Die Benotung war dementsprechend negativ. Sehen Sie, gerade wir in der Schule müssen individualistischen Anschauungen schon im Keim entgegentreten. Und damit war Tina nicht einverstanden. Sie warf uns vor, dass wir zu leichtfertig über die Probleme des einzelnen Menschen hinweggehen würden. Was natürlich falsch wäre, nur... Ich verstehe. Das möblierte Zimmer bei dieser Frau Koch, hat sich das meine Verlobte eigentlich selbst suchen müssen? Mit der alten Dame haben wir sozusagen einen Dauervertrag, wenn wir Absolventen unterbringen müssen. Ein bisschen neugierig ist sie zwar, jedoch auch sehr genau in Sachen Moral. Und auf ihren guten Ruf müssen gerade die jungen Kolleginnen bei uns achten. Gibt es so viele Versuchungen in Neustadt, die diesen guten Ruf gefährden können? Über das Privatleben ihrer Verlobten kann ich Ihnen nichts sagen, wenn Ihre Frage darauf zielt.
Könnte meine Verlobte überfordert gewesen sein? Ob ihr von uns zu viel Aufgaben übertragen wurde? Immerhin, Klassenleiterin, Patenbrigade, Schulclub, ich weiß nicht, was es dann noch alles gab. Fräulein Bergermann erhielt alle erdenkliche Unterstützung. Von Herrn Schöne? Von der Schulleitung. Und sie hat meine Erwartungen voll und ganz erfüllt. Was für Erwartungen? In diesem Jahr hätte Fräulein Bergermann mit ihrer Qualifizierung für die Oberstufe beginnen können. Ich sah ehrlich gesagt in ihr einen zukünftigen Leitungskader. Sie liebte ihren Beruf sehr. Ja, ich weiß. Übrigens liegt im Sekretariat noch die Rechnung für ein Ferngespräch. Ihre Verlobte hatte ihre Mutter angerufen. Ich wollte aber nach dem tragischen Ereignis nicht der Mutter die Rechnung schicken. Ich erledige das. Und falls Sie noch Herrn Schöne sprechen wollen, der hat heute dienstfrei. Seine Adresse bekommen Sie aber auch im Sekretariat. Na ja, einen Wagen braucht man hier schon, um mal in die nächste Stadt zu entwischen. Sieht noch sehr neu aus. Die Pflege. Ist wie mit den Frauen. So viel Zeit hat nicht jeder. Ihre Verlobte hat sich einige Male beklagt, dass Sie sehr wenig Zeit hätten. Tina war auch immer ganz schön eingespannt. Die ersten Jahre in unserem Beruf sind immer die schwersten. Und dann wird man Routinier. Ein bisschen schon. Auch als Lehrer? Sind wir Heilige? Gut, es gibt einige Ausnahmen. Unser Direktor vielleicht. Der ist zuerst Lehrer und dann Mensch. Daher hat er sich wohl auch so eine Art gutmütiger Gängelei selbst den Kollegen gegenüber angewöhnt. Das ist ihm nicht mehr auszutreiben. Und wer sich im voller Elan ausliefert, der kriegt tüchtig was aufgepackt. Hat sich meine Verlobte darüber beklagt? Sie arbeitete gern. Sie hatte ein ungewöhnliches Gespür für schwierige Kinder, wussten Sie das? Also keine Probleme in der Arbeit? Ja, in den oberen Klassen wurde es komplizierter, wenn sie dort mal Aushilfe machte. Übrigens, ich war nur ihr Mentor. Sie betonen das so, Herr Schöne. Ja, sehen Sie, ich wurde sicher oft mit Ihrer Verlobten gesehen. Und ich kann mir vorstellen, was hinter den Gardinen so getuschelt wurde. Was machte Tina eigentlich in ihrer Freizeit? Wieso? Glauben Sie, wüsste ich mehr als Sie über die Freizeitbeschäftigungen Ihrer Verlobten? Es gibt Männer, die von Frauen bevorzugt werden. Selbst wenn es nur als Beichtvater ist. Ah. Ja, sagen wir so. Zweifellos behagt und bekommt mir die Neustädter Luft. Doch meine Frau sorgt sich schon darum, dass es keinen Ärger gibt. Allzu lange sind Sie aber wohl noch nicht verheiratet. Falls Sie von meiner Frau nähere Auskünfte wünschen, dort kommt sie gerade. Soll die Putzerei den ganzen Nachmittag dauern? Darf ich dir erstmal Herrn Kleine vorstellen? Guten Tag. Guten Tag. Sie sind... Tina Bergemanns Verlobter. Und? Was können wir für Sie tun? Es ist doch alles lang vorbei und geklärt. Bitte, Eva. Herr Kleine hat ein paar Fragen. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll und ob Sie mich verstehen können, aber... Sehen Sie... Seit dem Tod meiner Verlobten frage ich mich, wie gut ich sie eigentlich gekannt habe. Wie hat sie hier zuletzt gelebt? Sie kannten Tina doch auch. War als Kollegin. Und das war der Unterschied. Ich bin seit 10 Jahren an dieser Schule. Das ist doch jetzt unwichtig, Eva. Nein, denn für euch alle war ja Tina Bergermann die Inkarnation jugendlichen Schwungs. Aber 10 Jahre in der täglichen Mühle, da schleift sich viel Enthusiasmus ab. Ähnliches hörte ich schon von Ihrem Mann. Ja. Umso besser, kann ich mir ja Details sparen. Sagen Sie, wissen Sie etwas von einer Exkursion nach Warnemünde, die meine Verlobte gemacht hat? Nicht mit der Klasse. Und nicht vom Kollegium aus. Könnte es sein, dass meine Verlobte Schwierigkeiten gehabt hat? Keiner kann in den anderen hineinsehen. Im Übrigen wäre ich wohl die Letzte gewesen, der sie ihr Herz ausgeschüttet hätte. Es tut mir leid, aber wir standen nicht sehr gut miteinander. Dabei hätte ich ihr manchen Tipp geben können. Tina hatte doch schon in ihrem Mann einen guten Mentor, Frau Schöne, oder sind Sie da anderer Meinung? Bitte verschonen Sie mich mit Klatsch über meinen Mann und Ihre Verlobte. Ich hatte nicht die Absicht, denn bis heute wusste ich nichts von derartigem Gerede. Ich sagte vorhin nur, ich wäre bereit gewesen, von meinen Erfahrungen abzugeben, aber Ihre Verlobte... Ja? ...war daran nicht interessiert. Tina Bergemann wäre auf jeden Fall eine sehr gute Lehrerin geworden. Nur war sie pädagogisch noch nicht so perfekt wie als Tänzerin.
Meine Frau spielt auf das Frühlingsfest vor einem Jahr. Allerdings. Ihre Verlobte, Herr Kleine, war an jenem Abend sehr lustig. Na, sag es deutlicher, sie war wie von der Kette gelassen. Niemand von uns hätte ihr das zugetraut. Von diesem Fest hat mir Tina niemals was erzählt. Sie wird ihre Gründe gehabt haben. Waren nur die Kollegen der Schule anwesend? Nein. Auch Vertreter aus den Patenbrigaden der einzelnen Klassen. Dieter, ich erinnere mich nicht mehr an diesen Anruf. Es war doch aber einen Tag bevor. In der großen Pause rief sie dich in der Klinik an. Sowas vergisst man doch nicht, Mutter. Vielleicht hatte sie sich nur mal erkundigen wollen, wie es mir geht. Briefe schrieb sie ja kaum noch. Sie hat mich öfter mal angerufen. Dieser Anruf könnte wichtig sein. Wofür wichtig? Wenn es nun doch kein Unfall war. Wer sollte Tina was tun? Ich verstehe dich nicht. Wühlst in Tinas Vergangenheit rum. Verdächtigst sie sogar. Aber du täuschst dich. Wirklich? Du hast sie doch in den letzten Jahren auch nicht mehr allzu oft gesehen. Vergiss bitte nicht, als OP-Schwester hat man einen sehr unregelmäßigen Dienst. Aber jetzt fällt es mir wieder ein, ja. Ja, sie wollte mich besuchen. Und deshalb ruft sie dich an? Sie wollte wissen... Weil sie dich besuchen will, ruft sie dich an. Sie wollte wissen, ob ich an dem Wochenende dienstfrei habe. Tina kam und ging doch immer, wie es ihr passte. Sie tauchte ganz plötzlich bei mir in Dobbertin auf und war schon wieder abgefahren, wenn ich endlich frei bekommen hatte. Sie wollte was mit mir besprechen. Und was? Ich bitte dich, hör mit dieser Fragerei auf. Du hilfst niemandem damit. Es gibt ja auch gar nichts mehr zu klären. Entschuldige, das wird der Schmuck sein. Mein Nachbar. Er sorgt sich jetzt sehr um mich. Ach, guten Tag, Herr Kleine. Schön, dass Sie mal wieder da sind. Guten Tag, Herr Schmuck. Ich habe schnell die Kohlen in den Keller gebracht. Das ist ja keine Arbeit für eine Frau. Darf ihm nicht mehr sagen, dass irgendwas zu machen ist, sofort erledigt er das. 20 Jahre wohnen wir jetzt immerhin Tür an Tür. Ja, tut mir leid, ich muss jetzt los. Ich komme mit runter. Na, wir sehen uns ja noch, Frau Bergermann. Ja. Fabelhafte Frau. Schlimm, dass ihr das mit der Tochter passieren musste. Was glauben Sie, wie mir zumute ist? Sicher. Aber Frau Bergermann ist die Mutter. Sie hat nur für die Tochter gelebt. Hat ihretwegen nicht wieder geheiratet. Ich weiß das. Hatten Sie die Absicht? Mhm. Ein Jahr, nachdem ich Witwer geworden war. Das liegt nun auch schon wieder 10 Jahre zurück. Dabei hatte ich was zu bieten. Ich arbeite nebenan in der Vulkanisierwerkstatt. Zwischen den Gummireifen ist Tina sozusagen aufgewachsen. Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Früher hat sich doch Tina mit ihrer Mutter sehr gut verstanden. Ja. Bevor das Unglück geschah, war Tina 2-mal hier. Und beide Male gab es Streit. Kommt in den besten Familien vor. Und Temperament hatte Tina? Nein, nein, Herr Kleine, das war richtig ernsthaft. Sowas hatte ich bei beiden niemals gehört. Und weiter wissen Sie nichts, Herr Sauter. Woher sollte ich? Es gab doch den Patenschaftsvertrag zwischen Ihrer Brigade und der Klasse meiner Verlobten. Papier ist geduldig. Natürlich, die kleinen Würmer krochen mehr als einmal über die Baustelle. Wie ein Sack Flöhüten ist das. Einer wollte sogar auf den Kran, den kriegten wir aber noch rechtzeitig am Hintern zu packen. Hat es Sinn, mit Ihren Kollegen nochmal zu sprechen? Ich bin der Brigadier. Außerdem hat uns der Leutnant von der Kripo mehr als einmal ausgefragt. Der könnte was übersehen haben. Ja, so sah der nicht aus. Und der hat ja auch schneller als Sie begriffen, dass wir hier auch mal arbeiten müssen. Unser Geld verdienen wir nicht durch Frage- und Antwortspiele. Und Wohnungen werden auf diese Weise auch nicht fertig. Also, was soll's? Ein Mensch ist tot, Herr Sauter. Meinen Sie etwa, uns hat das kalt gelassen? Was wollte meine Verlobte nachts auf der Baustelle? Darauf muss es doch eine Antwort geben. Mann, wir haben sie doch nicht herbestellt. Ich nicht,
Der Reinecke nicht und der Wolter nicht und niemand. Und dem Nachtwächter ist natürlich auch nichts Verdächtiges aufgefallen. Melzer Otto ist Uraltinventar. Naja, der nimmt sich ja auch mal hin und wieder einen Schluck in den kalten Nächten. Aber das muss ja nun die Gewerkschaft auch nicht gleich wissen. Otto braucht nämlich das bisschen Arbeit. Sonst wüsste der gar nicht mehr, wo er hingehört. Wussten die Leute ihrer Brigade eigentlich, dass Tina Bergemann verlobt war? Einen Ring trug sie doch nicht, sie fand das altmodisch. Sie unterschätzen unseren Nachrichtendienst, Herr Kleine. Wir wunderten uns nur, warum Sie dieses Mädchen hier allein ließen. Fand sich denn niemand, der Sie trösten wollte? Ah, Sie hätten mal Ihren Blick sehen sollen, wenn einer ihr zu nahe kam. Eisig, sage ich Ihnen. Verdammt eisig. Kann ich die Stelle sehen, wo meine Verlobte... Da ist nichts mehr zu sehen, Herr Kleine. Der Block ist komplett. Die Wohnungen sind bezogen. Bis Ende nächsten Jahres müssen hier 2000 fertig sein, wegen des Maschinenbaubetriebes. Wir ziehen die Blöcke hoch und die anderen ziehen ein. Wo finde ich den Bauleiter? Kollege Ulrich. Er ist krank. Der hat uns doch das alles eingebrockt. Er schleppte eines Tages die Lehrerin und die Kinder auf die Baustelle. Besichtigung, praxisnaher Unterricht nannte er das. Ja, bitte? Guten Tag, mein Name ist Kleine. Guten Tag. Ich möchte Herrn Ulrich sprechen. Bitte kommen Sie herein. Danke. Sie sind Ulrich Junior? In Kürze habe ich das Abi in der Tasche und danach darf ich mich Stud Ing nennen. Noch mehr Fragen gefällig? Sie treten also in die Fußtapfen Ihres Vaters. Nur was den Beruf angeht. Kommen Sie vom Betrieb? Nein, eine Privatangelegenheit. Aha. Vater? Ja? Besuch, komm mal. Ja. Ach, guten Tag, Ulrich. Kleine, guten Tag. Ach, bitte. Dankeschön. Was kann ich für Sie tun? Mein Name sagt Ihnen nichts? Kleine, ja natürlich. Sie sind der Verlobte von Fräulein Bergemann, nicht wahr? Ja. Würdest du uns bitte alleine lassen, Helmut? Ich möchte Ihren Sohn nicht vertreiben. Außerdem kannte er ja meine Verlobte auch aus der Schule. Was wollen Sie, Herr Kleine? Vielleicht wundern Sie sich über meine Frage, aber dieser Patenschaftsvertrag mit der Brigade Sauter, stammte die Idee von Ihnen? Geboren wurde die Idee auf einer Elternbeiratssitzung. Du warst nicht gefragt, Helmut. Da du so erkältet bist, wollte ich dir nur helfen. Mein Vater vertrat auf dieser Sitzung meine Mutter und erfuhr, dass die 4C von Fräulein Bergemann eine Patenbrigade suchte. Mein Vater schlug die Sautermannschaft vor. So war's doch, nicht? Ja. Herr Ulrich, Sie haben mit meiner Verlobten öfter gesprochen. Welchen Eindruck hatten Sie von ihr? Sie wusste, was sie wollte und war gleichzeitig oft sehr hilflos. Als sie bei uns unterrichtete, war sie überhaupt nicht hilflos. Weil ihr sie mit der verdammten Überheblichkeit 18-Jähriger geärgert habt. Sollte sie sich das bieten lassen? Hat sie sich bei dir beschwert? Mit euch wurde sie allemal alleine fertig. Na siehst du. Übrigens haben wir nur das getan, was du mir mehr als 100 Mal gepredigt hast. Ein Stück Papier ist das eine, die Praxis, die Arbeit, das andere. Haben Sie meine Verlobte auch mal als Lehrerin erlebt, Herr Ulrich? Einmal war ich in ihrer Klasse Vortrag über moderne Bauweise. Und einige Male habe ich sie und die Kinder über die Baustelle geführt. Vergiss bitte Warnemünde nicht. Wir bauen dort Bungalows für Betriebsangehörige. Ihre Verlobte interessierte sich dafür. Hatten Sie wenigstens schönes Wetter an der See? Soll das eine ernsthafte Frage sein? Allerdings. Es goss in Strömen. Das Kostüm meiner Frau war völlig hinüber. An dem Tag war ich auch mit. Später fuhrst du ja immer allein. Ich habe dort öfters zu tun. Dienstlich. Ich muss zum zweiten Mal feststellen, dass ich eigentlich gar nicht wusste, wie meine Verlobte ihre Freizeit verbrachte. Fuhr sie nicht meistens zu Ihnen? Zumindest vergrub sie sich nicht hinter Lehrbüchern. Helmut, ich verbiete dir diesen Zynismus. Sie sind auf meine Verlobte nicht gut zu sprechen, Helmut. Warum? Was wollen Sie hören? Die Wahrheit. Es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern immer mindestens zwei. Ich höre. Die eine Wahrheit gesteht man nur sich selbst ein. Die andere präsentiert man der Umwelt.
das alles? Was denn noch? Aus den Leuten ist doch nichts rauszukriegen. Wundert dich das? Kommst plötzlich her, stellst Fragen, siehst Probleme, wo keine sind. Dieter, wenn einer nicht sofort eine Antwort parat hat, muss er doch nicht gleich auch ein schlechtes Gewissen haben. Dieser Bauleiter Ulrich weiß mehr, als er gesagt hat. Und sein Sohn reißt auf aggressiv. Seh dir mal die anderen 18-Jährigen an. Außerdem ist doch wohl klar, dass die Leute nicht freudig erregt sind, wenn du jedem gleich misstraust. Sag mal, Sieglinde, hatte Tina was mit diesem Bauleiter? Ich weiß es nicht. Er war auf dem Frühlingsfest. Er hat diesen Patenschaftsvertrag initiiert. Er war mit ihr in Warnemünde. Ein Cognac? Meinetwegen. Erst hattest du doch Schöne im Visier. Schöne. Schöne ist eitel, egoistisch, geltungssüchtig, aber vorsichtig. Und auf den wäre Tina nie reingefallen. Auf einmal. Jedenfalls Eva Schöne ist in Ordnung. Mir imponiert, wie konsequent sie ist. Die Brunhilde aus den Nibelungen, ja. Mir hat sie mehr als einmal aus der Klemme geholfen. Denn im Studium lernst du die Tricks nicht, um in der täglichen Schulpraxis zu bestehen. Wenn ich nur wüsste, warum es zwischen Tina und ihrer Mutter Streit gegeben hat. Und wenn dieser Herr Schmuck sich getäuscht hat. Wenn alles gar nicht so schlimm war. Und der Anruf am Tag vor ihrem Tod? Von wegen, sie wollte sich anmelden bei ihrer Mutter für einen Besuch. Könnte doch so gewesen sein. Könnte, aber muss nicht. So, und nun gehe ich zur Baustelle. Dir ist nicht zu helfen. Doch, mit der angebrochenen Flasche Cognac. Sie sind also der Verlobte von dem Mädchen. Hat Sauter nicht Bescheid gesagt? Doch, doch, hat er. Aber geglaubt habe ich nicht, dass Sie mich besuchen. Warum denn nicht? Was kann ich Ihnen schon erzählen? Zum Beispiel, wann Sie hier Dienst haben, Herr Melzer. Jede Nacht. Von 22 Uhr bis 6 Uhr früh. Zufrieden mit der Arbeit? Lieber hier als im Altersheim. Mein Leben lang habe ich Bauluft geschnuppert. Vor über 50 Jahren habe ich mal angefangen als Hooker. Kennen Sie überhaupt noch diese Rückenkästen? Vollgepackt mit Stein? Und heute? Ganze Wände segeln durch die Luft. Ganze Zimmer sogar. Und alles wird einfach zusammengesetzt. Nein, nein, mein Lieber. Maurer, das war mal ein Beruf. Sie hatten also Dienst in jener Nacht? Hatte ich. Müssen Sie nicht alle Stunde oder so einen Rundgang machen? Ist Vorschrift. Alle Stunde. Und Sie haben meine Verlobte nicht bemerkt? Gefunden wurde sie von der Frühschicht. Aber Sie haben Ihre Rundgänge pünktlich gemacht. Tja, das ist so eine Sache mit der Vorschrift. Ich kann doch nicht alle Stunde den Wecker klingeln lassen. Heißt das, Sie haben... Ich nick immer mal ein. Ist wohl das Alter. Also kann jeder auf der Baustelle nachts aus- und eingehen? Na dann, so ist es ja nun nicht. Das Gelände ist nicht eingezäunt. Da liegt der springende Punkt. Oder ich müsste wenigstens einen Hund für meine Kontrollgänge haben. Vorsicht, da vorn versperrt uns eine Platte den Weg. Danke. Ist die Beatmusik immer so laut? Mich stört sie nicht. Herr Melzer, Sie sehen weder allzu gut, noch ist es mit dem Hören besonders gut bestellt. Eben zum Beispiel versperrte uns nämlich keine Platte den Weg und die Musik müsste Sie eigentlich auch stören. Sind Sie hergekommen, um mich zu kontrollieren, oder was? Ich frage mich nur, ob man Sie als Nachtwächter überhaupt noch braucht oder ob Sie nicht zu Hause ruhiger schlafen würden. Na bitte. Schmeiß ich den Kram eben hin, aber so schnell finden die keinen, der die Arbeit hier für die paar Piepen macht. Kein Jungscher setzt sich Nacht für Nacht hierher. Keiner, der noch gut sehen und hören kann. Herr Melzer, ich wollte Sie nicht verletzen. Ach, schämen Sie sich doch zum Teufel. Woher kommt denn die Musik? Aus so einer Diskothek, oder wie das Ding heißt.
Vielleicht hat einer von den Jugendlichen was bemerkt. Wenn die hier auf dem Bau nachts herumkauchen, haben sie genug mit sich zu tun. Das können sie einem alten Mann glauben. Nein, hier können sie nicht mehr rein, total auf. Die Tourmeister, hier ist sowieso nicht ihr Jahrgang. Sehe ich aus wie ein Rentner? Ist sinnlos, dass sie ihre Blicke durch den Saal jagen. Wie viel? Keine Bestechungsversuche, Meister. Lass ihn rein, den kenne ich. Na, das war's anderes. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt, Meister? Danke, Helmut. Sie sahen ziemlich hilflos aus. Sowas rührt einen doch. So viel Gefühl hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut. Diesmal wollen Sie nicht meinen Vater sprechen. Retten? Wie haben Sie überhaupt rausgekriegt, dass ich hier bin? Zu Ihnen wollte ich eigentlich auch nicht. Reiner Zufall. Heißt das, Sie wollen sich in unserer Weltstadt amüsieren? Helmut, wollen wir nicht weiter tanzen? Guten Abend. Tut mir leid, wenn ich diese Störung verursacht habe. Elvira, das ist Herr Kleine. Elvira Feldmann. Guten Abend. Eine Klassenkameradin. Ich hole uns erstmal was zu trinken. Einverstanden? Feldmann, Feldmann. Der Name kommt mir bekannt vor. Emailliertes Blechschild in Bahnhofsnähe. Dr. Feldmann, Facharzt für innere Krankheiten, Sprechstunde von 8 bis 12 Uhr täglich. Stimmt. Sagen Sie, ich habe Helmut sehr aggressiv kennengelernt. Aggressiv gegen seinen Vater. Ist er immer so? Fragen Sie ihn. Ich frage Sie. Ach, reden wir nicht so viel. Tanzen wir. Die Nummer mag ich nämlich. Bitte. Ja, Alter, gar nicht mal so übel. Knappe 33 sind doch noch kein Alter, oder? Ihre Verlobte war einige Jährchen jünger. Sie wissen. Helmut hat mir erzählt, weshalb sie bei seinem Vater waren. Fräulein Feldmann, das Verhältnis zwischen Helmuts Eltern, wie würden Sie das einschätzen? Wem nutzt es, darüber zu reden? Außerdem... Die beiden sind doch alt genug, müssen doch endlich wissen, was sie wollen. Machen Sie es sich da nicht zu einfach? Ich bin hergekommen, um zu tanzen. Tun wir ja auch. Sie sind sicher was Besseres gewöhnt als so ein Schuppen hier, was? Aber viel Auswahl ist in Neustadt nicht. Und bei FDJ ist für uns eins immer noch am billigsten. Als das damals passierte auf der Baustelle... fangen Sie schon wieder an. Waren Sie da auch hier? Können Sie sich erinnern? Ich war nicht hier. Und Helmut? Wir gehen immer zusammen tanzen. Tun Sie mir einen Gefallen? Und? Lassen Sie Helmut in Ruhe, der hat schon genug am Hals. Zum Beispiel? Seine lieben Eltern. Da kracht's doch in allen Fugen. Und noch eins. Helmuts Mutter hatte vor etwa einem Dreivierteljahr einen ziemlichen seelischen Zusammenbruch. Ich weiß das von meinem Vater. Hat er was über den Grund gesagt? Schon mal was von ärztlicher Schweigepflicht gehört? Und Helmut? Hat der was erzählt? Bitte lassen Sie ihn in Ruhe. Guten Tag. Guten Tag. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich hatte vorhin angerufen, Herr Dr. Feldmann. Ich komme wegen einer Auskunft. Eine Auskunft? Worüber denn eine Auskunft? Es betrifft eine Patientin, Frau Ulrich. Was interessiert Sie, Frau Ulrich? Frau Ulrich hatte vor längerer Zeit einen Nervenzusammenbruch. Was geht Sie das an? Ich bin der Verlobte von Fräulein Bergemann. Bergemann? Bergemann? Die Lehrerin. Ah ja, dieser Unglücksfall auf der Baustelle. Ja. Aber was wollen Sie dann von der Frau Ulrich? Was war mit ihr gesundheitlich? Tut mir leid. Herr Dr. Feldmann, ich glaube nicht an einen Unfall meiner Verlobten. Deshalb ist Ihre Antwort auf meine Frage so wichtig. Wollen wir das nicht lieber der Polizei überlassen? Hat Frau Ulrich vielleicht zu viel Tabletten geschluckt, die eventuell... Sie sollten die Frau selbst fragen. Mir tat sie sehr leid. Das habe ich auch Ihrem Mann gesagt. Als Arzt findet man ja bald raus, wie der Hase läuft. Aber ob die paar Takte helfen, die ich dem Mann sagte... Jedenfalls ist sie bisher nicht wieder zu mir gekommen. Krank, Herr Kleiner? Oder was wollten Sie von Dr. Feldmann? Guten Tag, Leutnant Schäfer. Guten Tag. Sie sind offenbar sehr beschäftigt in Neustadt. Ich verbringe meinen Urlaub hier. Es gibt eine Beschwerde. Von wem? Unwichtig.
Jedenfalls möchte ich Sie bitten, unsere Bürger nicht weiter zu belästigen. Ist es verboten, dass ich versuche festzustellen, wie meine Verlobte in den letzten 2 Jahren hier gelebt hat? Nein. Und es gibt ja noch immer eine ungelöste Frage. Und das wissen wir genauso gut wie Sie. Haben Sie denn bisher mehr herausbekommen als wir? Das wird sich erst noch zeigen. Ich bitte Sie, Herr Kleine. Jeden Augenblick kann ein Kunde kommen. Tut mir leid, Frau Ulrich, wenn mein Besuch Sie so nervös macht. Ich verstehe einfach nicht, warum Sie ausgerechnet zu mir kommen. Sie kannten meine Verlobte. Flüchtig. Sie kaufte natürlich hin und wieder was bei mir. Außerdem hatte mein Mann eine Patenbrigade für ihre Klasse organisiert. Sie fuhr auch einmal mit nach Warnemünde. Ja, das ist schon alles. Ihr Mann kannte meine Verlobte besser? Was wollen Sie damit sagen? War meine Frage so ungenau? Gut, sprechen wir darüber. Obwohl ich Sie enttäuschen muss. Ihre Verlobte hat nichts damit zu tun. Ich weiß sowieso nicht, warum ich Ihnen das überhaupt erzähle. Vielleicht, weil Sie einmal mit jemandem darüber sprechen müssen. Mein Mann ist Mitte 40. Und wenn ein Mann wie er auf so ein junges Ding trifft, das ihm den Kopf verdreht und ihn verrückt macht... Was passiert ist, war alltäglich. Die simpelste Geschichte, die man sich denken kann. Undiskutabel. Machen Sie sich da nichts vor? Nein. Weiß Ihr Sohn davon? Er ist seinem Vater nachgefahren, nach Warnemünde, und ging dann in die Wohnung seiner Tante. Der Junge weiß nicht, dass sowas vorübergeht. Mein Mann würde uns nie verlassen. 20 Jahre sind wir verheiratet. Ich werde es verkraften, auch wenn es wieder mal zu einer Episode mit einer jüngeren Frau kommt. Sie sind sehr schnell dabei, Ihren Mann zu verteidigen. Auch ich habe doch Schuld, oder nicht? Hab mich jahrelang in meiner Arbeit vergraben. Den Sohn erzogen. Bitte gehen Sie jetzt. Sie belügen mich, Frau Ulrich. Ach, wer gibt Ihnen das Recht, andere schuldig zu sprechen? Ach, Helmut! Tag, Mutter. Herrn Kleine kennst du ja wohl schon. Sie trifft man aber auch überall. Stört Sie das? Helmut, Ihr Vater war mit einem jungen Mädchen in Warnemünde. Sie überraschen die beiden. Wer war das Mädchen? Hast du ihm das erzählt, Mutter? Ja. Herr Kleine nahm an, es könnte Fräulein Bergemann gewesen sein. Sag ihm, dass das nicht der Fall war. Soll er doch Vater fragen? Helmut! Es war nicht Fräulein Bergemann. So, das wäre wieder in Ordnung. Ach, das ist ja wirklich sehr nett von Ihnen, Herr Kleine. Seit Tagen gab der Apparat keinen Ton von sich. Vielen Dank. Keine Ursache. Wenn Sie gestatten, Frau Koch, würde ich Sie gerne etwas fragen. Sie haben sich 2 Jahre lang so nett um meine Verlobte gekümmert. Ich kann es immer noch nicht fassen. Und ich habe mich bis heute noch nicht entschließen können, eine neue Untermieterin aufzunehmen. Darf ich Ihnen einen Likör anbieten? Danke. Das ist selbstgemachter Kirschlikör. Dafür bin ich in Neustadt berühmt. Na, dann darf ich das Probieren wohl nicht versäumen, was? Nur das ist doch ein Wort, Herr Kleine. So, bitte. Prost. Prost. Na? Ausgezeichnet. Also werden Sie mir einen zweiten nicht abschlagen. Danke. Frau Koch, was hat meine Verlobte so gemacht, wenn sie zu Hause war? Auch meistens gearbeitet. Danach hatte sie aber manchmal solche Kopfschmerzen, dass sie an die Luft musste. Sie ging dann runter zum Fluss. Meistens abends so nach 20 Uhr noch. Aber wirklich eine ruhige und hilfsbereite Mieterin. Alles, was recht ist. Warum trifft es bloß immer die Besten? Und Besuche? Ich achte peinlichst auf Ordnung. Ich weiß, was ich meinem verstorbenen Mann schuldig bin. Er war schließlich Gymnasiallehrer und so etwas verpflichtet. Und wenn nun Kollegen in dienstlichen Angelegenheiten kamen? Ach, das ist doch ganz was anderes. Das kennt man doch. Natürlich kam auch mal abends der Schöne, aber das war ja der Mentor. Da ging es dann so um Unterrichtsvorbereitung oder eine Schulinspektion stand ins Haus. Und dann kam auch noch das Fräulein Schubert. Ach, Herr Kleine, da fällt mir noch was ein. Sehen Sie Fräulein Bergemanns Mutter bald wieder? Ich glaube schon. Ja, warten Sie mal. Ja, hier ist er.
Den Schlüssel? Ja. Er war am Schlüsselbund von Fräulein Bergemann. Aber der gehört mir nicht. Es muss der Schlüssel zur Wohnung von Frau Bergemann sein. Guten Abend. Hier ist Kleine. Bitte entschuldigen Sie die späte Störung, aber könnten Sie vielleicht Fräulein Schubert an den Apparat holen? Ja, danke, ist nett. Ich warte. Sieglinde? Hier, Kleine. Nein, es hat nicht Zeit bis morgen. Hör zu, kannst du dich für morgen Nachmittag freimachen? Gut, wir fahren nach Warnemünde. Ich habe einen Wohnungsschlüssel und wir gehen in die Wohnung einer Schiffsärztin. Nein, ich bin nicht verrückt. Hör zu, es ist die Schwester des Bauleiters Horst Ulrich. Ich hol dich von der Schule ab. Ja, schlaf auch gut. Bis morgen dann. Gute Nacht. Und wenn sie nun doch da ist? Ich habe mich erkundigt. Sie bleibt noch ein Vierteljahr weg. Und warum muss ich dabei sein? Komm rein. Und was soll ich hier? Vielleicht brauche ich dich später mal als Zeugin. Außerdem kennst du Tinas Sachen am besten. Und du meinst, wir finden hier noch was? Kommt auf einen Versuch an. Sieh mal ins Bad, ich gehe ins Wohnzimmer. Hast du schon was? Nein, und du? Es ist umsonst. Glaub mir, du täuschst dich. Komm mal her. Sieh dir das an. Na und? Na und? Seit wann liest eine Schiffsärztin die Deutsche Lehrerzeitung? Ich wusste, Sie würden es eines Tages herausfinden. Warum haben Sie mir dann nicht gleich die Wahrheit gesagt? Auch Ihr Sohn hat mich belogen. Versetzen Sie sich mal in meine Lage. Tina wurde auf der Baustelle tot aufgefunden. Wie kam es? Tina ist fast 20 Jahre jünger. Kann man das mit Logik erklären? Eines Tages, da geschah es eben. Haben Sie Tina geliebt? Das ist ein zu großes Wort. Sehr gern habe ich sie gehabt. Aber Sie versteckten Ihre Zuneigung in der Wohnung Ihrer Schwester. Sollte ich mich mit Tina auf dem Neustädter Marktplatz zur Schau stellen? Na, zerstören solche Heimlichkeiten nicht mit der Zeit jedes Gefühl? Das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Ich bin kein gewissenloser Lump, das können Sie mir glauben. Es ist das erste Mal, dass ich meine Frau betrogen habe. Waren Sie nicht oft auf Montage? Sie reden jetzt wie meine Frau. Voller Misstrauen und Eifersucht. Bin ich der Typ, der leicht Anschluss bei Frauen findet? Zwischen Ihnen und Tina, wann hat das angefangen und wie? Das Frühlingsfest in der Schule. Mehr ein Zufall war es am Anfang. Aufgefallen war sie mir schon vorher. Die Elternbeiratssitzung? Ja, ich bin in Vertretung meiner Frau hingegangen. Ihrer Frau und ihrem Sohn hat die Geschichte einen ziemlichen Schock versetzt. Als ich das merkte, habe ich auch Schluss gemacht. Nur deshalb? Ich hatte außerdem begriffen, dass ich mir was vormachte. Ich war nicht der Mann, für den Tina mich hielt. Sie erwartete etwas, was auch ich ihr nicht geben konnte. Was? Sicherheit. Menschliche Wärme. Verständnis. Und wann war zwischen Ihnen alles zu Ende? Schon vor über 5 Monaten, also bevor... Damit habe ich nichts zu tun. Wie hat Tina reagiert? Sie fühlte sich erneut hintergangen. Erneut? Wie haben Sie sie denn behandelt? Warum, glauben Sie, hat sie sich zu mir geflüchtet? Ja, geflüchtet. Leider begriff ich das auch erst später. Tina liebte sie. Doch sie hatten ja nur ihre Arbeit im Kopf. Einmal, da waren sie mit ihr verabredet. Den ganzen Abend hat sie gewartet, aber schließlich kam nur ein Telegramm. Ich erinnere mich. Das war nicht das einzige Mal, dass Sie sie versetzt haben. Na, warum war ich denn so ehrgeizig? Ich wollte Tina nur beweisen... Ein bisschen Verständnis, die Nähe des anderen. Mehr wollte sie doch nicht. Sie waren der Ältere. Sie hätten Tina klar machen müssen. Ach, in meinem Alter wird man eitel, wenn sich ein so junges und schönes Mädchen für einen interessiert. Und ich hatte meine eigenen Probleme, aus denen ich zu flüchten versuchte. Meine Frau hat nie begriffen, dass ich mich nur auf einer Baustelle wohlfühle. Sie wollte immer aus mir was machen, mich in ein Büro setzen, mir einen weißen Kittel anziehen. Tina dagegen verstand mich.
Sie verabscheute jedes Karrieredenken. Sein Charakter würde man damit kaputt machen, war ihre Meinung. Spielte sie damit auf mich an? Ich glaube schon. Nein, einen direkt Schuldigen an Tinas Tod gibt es wohl nicht. Wir sind alle irgendwie mitschuldig. Du hast also eingesehen, dass... Meine Nachforschungen sind zu einem Boomerang geworden. Ich habe genug. Es gibt auch nichts mehr zu erklären. Aber ich verstehe dich jetzt. Du hast so handeln müssen. Ehrlichkeit gerade sich selbst gegenüber kann kein Fehler sein. Du hast gut reden. Ich war auch nicht mehr die Freundin für sie, zu der sie sich hätte flüchten können. Weil sie es geschafft hatte, dass du dich mehr für sie interessiert hast. Jeder hat sie im falschen Augenblick im Stich gelassen. Du brichst deinen Urlaub ab? Hast du dich wenigstens von Frau Koch verabschiedet? Ich gehe noch mal mit vorbei. Nichts, ich komme nicht durch, Herr Kleine. Die richtige Nummer haben Sie, Frau Koch? Fräulein Bergemann hat doch oft von hier telefoniert. Oder ihre Mutter rief hier an. Selbst am letzten Abend noch. Nein, am späten Nachmittag war das. Am letzten Tag? Täuschen Sie sich da nicht? Auf mein Gedächtnis kann ich mich verlassen. Haben Sie zufällig gehört, um was es bei diesem Gespräch ging? Fräulein Bergemann war sehr erregt. Warum? Ich pflege die Telefongespräche meiner Mieter nicht mit anzuhören. Frau Koch, und ganz unbeabsichtigt. Fräulein Tina beschwichtigte offensichtlich ihre Mutter. Sie solle sich keine Sorgen machen und sie brauche nicht herzukommen. Noch heute Abend würde alles erledigt werden. Gemeint war der damalige Abend, natürlich. Wollen Sie nicht lieber Frau Bergemann selbst fragen, Herr Kleine? Sie wollte nur mal schnell zum Schuhmacher. Ist es mir so unangenehm, gerade jetzt, wo ich glaube, dass wir uns so gut wie einig sind. Könnten Sie denken... Haben Sie an jenem Abend Frau Bergemann noch gesehen, ja oder nein? Sehen Sie, ich wollte ihr nur noch was rüberbringen. Sie war nicht zu Hause. Nein. Und weiter? Ein paar Tage später traf ich meinen Bruder. Der erzählte mir, er habe an jenem Abend Frau Bergemann auf dem Bahnhof getroffen. Ja. Ich bin damals nach Neustadt gefahren. Und du hast mit Tina gesprochen? Nein, ich sah sie nur. Ein Zufall. Sie ging zur Baustelle, ich folgte ihr. Es muss gegen 23 Uhr gewesen sein. Warum hast du mir das nicht gesagt? Du solltest nicht schlecht über Tina denken. Der Polizei hast du es auch verschwiegen. Wäre jemand verdächtigt worden, hätte ich schon alles erzählt. Was wollte Tina auf der Baustelle? Sie traf sich doch mit einem Mann. Sie wollte Schluss machen mit ihm, endgültig. Sie hatte eingesehen, was das für ein mieser Kerl ist. Sie hatte mich deshalb an jenem Vormittag angerufen. Und warum riefst du bei ihr nachmittags nochmal an? Ich hatte plötzlich Angst. Ich wollte nicht, dass sie sich nochmal mit ihm trifft. Sie hätte ihm ja einen Brief schreiben können. Was geschah auf der Baustelle? Ich habe alles mit ansehen müssen. Alles. Tina traf sich dort mit dem Mann und sagte ihm, dass sie genug habe, dass sie zu dir zurück wolle für immer. Sie hätte begriffen, dass alles falsch war. Alle wären so unehrlich zu ihr gewesen. Der Mann sagte, sie sollte leise sein. Sie lachte ihn aus. Und dann? Der Nachtwächter machte seine Runde. Der Mann lief von der Baustelle weg. Tina versteckte sich in einem Haus. Ich hatte mich zwischen Betonplatten gepresst. Später lief ich ins Haus, suchte Tina... Sie lag da. Sie war tot. Ich wollte erst Hilfe holen. Du tatest es nicht? Alles, was ich noch für Tina tun konnte, war, ihr Andenken zu schützen. Sie zu behüten vor schlechten Nachreden. Verstehst du das nicht? Du hast sie dort einfach liegen gelassen? Sie war tot. Niemand hätte ihr mehr helfen können. Seit 20 Jahren bin ich Krankenschwester. Ich habe schon viel mit Ansehen und erleben müssen. Und ich tat es doch nur Tina zuliebe. Ich wollte sie schützen. Ein Unfall. Da würde es keine Nachforschungen geben.
Also hat er mich doch belogen. Wer? Ulrich, der Bauleiter. Der Mann auf der Baustelle war nicht Ulrich. Wollen Sie zu mir oder zu Eva? Sie ist nicht da. Darf ich hereinkommen? Bitte. Also? Sie haben mir nichts zu sagen? Ich. Dass Sie so feige sind, hätte ich nicht geglaubt. Damit erreichen Sie gar nichts. So meinen Sie. Und was halten Sie von einem Zeugen, Herr Schöne, der bestätigt, dass Sie in der Nacht auf der Baustelle waren, als meine Verlobte... Da gibt's keine Zeugen. Ich werde mich noch einmal bei der Polizei beschweren. Nichts können Sie beweisen, nichts. Oh doch. Tina hat Ihnen den Laufpass gegeben. Sie hat Sie ausgelacht und dann haben Sie... Ich war schon weg als... Können Sie das beweisen? Ich denke, Sie haben einen Zeugen. Und wenn der nur bestätigt, Sie dort gesehen zu haben, nichts weiter? Wer ist der Zeuge? Der Nachtwächter. Der wäre ja dann selbst verdächtig, wenn er bisher geschwiegen hat. Wie konnte Tina auch nur einen Augenblick auf Sie hereinfallen? Ach, Tina. Die wusste ja selbst nicht, was sie eigentlich wollte, war labil, verträumt, wartete auf das große Glück, lachhaft. Was Sie ausgenutzt haben? Ich war nicht der Erste. Dieser Bauleiter zum Beispiel... Sie haben es ausgenutzt, dass Tina voll unerfüllter Hoffnungen war, dass sie unsicher war nach meinem und Ulrichs Verhalten. Sich allein fühlte, verlassen. Ja, ich traue Ihnen zu, dass Sie genug Talent hatten, um Verständnis zu heucheln und die Situation auszunutzen, Herr Schöne. Anfangs ging ja auch alles gut. Ja, bis Tina begriff, dass Sie in ihr einen Zeitvertreib sahen. Sie sind... Das wird Sie teuer zu stehen kommen. Keine Sorge. Ich gehe selbst zur Polizei. Das lässt sich doch im Guten regeln. Sie sind also tätlich geworden gegenüber Herrn Schöne. Meinetwegen verhaften Sie mich. Noch ist keine Anzeige gegen Sie eingegangen. Wird wohl auch nicht mehr. Wieso? Nachdem Herr Schöne sich damals bei uns über Sie beschwert hatte, habe ich ihn im Auge behalten. Vorhin habe ich ihn aufgesucht, nachdem Frau Bergemann bei mir war. Haben Sie dein schönes Gesicht nicht gesehen? Er bestreitet trotzdem ganz energisch, dass es eine Schlägerei gegeben hat. Dabei hätten Sie es eigentlich verdient, dass er Sie anzeigt. Naja, ich kann Sie verstehen. Wird man Tinas Mutter belangen? Ich werde mich dafür einsetzen, dass der Frau jeder weitere Schmerz erspart bleibt. Sie tat es nur für ihre Tochter. Das verstehe ich schon. Doch wir können unsere Arbeit nur zufriedenstellend leisten, wenn uns die Bürger unterstützen, gerade in einem solchen Fall. Ergreifen Sie das endlich.